Als nächstes darf ich vorstellen, der Gerald. Der Gerald hat, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Publikum ist, aber ein paar hunderttausend sogenannte Follower in den sozialen Medien und möchte einen Beitrag leisten, wie man vielleicht andere dazu kriegen kann, auch sich uns anzuschließen. Lieber Gerald, danke für den Mut, deine Worte. Danke. Vielen Dank. Grüß euch Wien, ich bin der Gerald, ich komme aus Salzburg, werde jetzt aber trotzdem kurz Hochdeutsch sprechen. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja! Sehr gut. Also, ich bin Musiker, Livestreamer und Social Media Creator, so gesehen. Aber auf TikTok über 900.000 Follower, wo ca. 200.000-300.000 deutschsprachig sind. Und ich beschäftige mich schon lange mit den Negativsystemen und habe aber erst vor ca. einem Monat, anderthalb angefangen, Corona-kritisch mich zu äußern, weil ich Angst hatte, Follower zu verlieren, weil ich Angst hatte um meinen Job, auf gut Deutsch. Und ich verliere jetzt auch Follower momentan, weil ich mich äußere dazu. Aber was ich sagen muss, ist, die Angst war größer, als der Schaden jetzt wirklich ist. Mittlerweile bekomme ich viele Zuschriften auf Instagram bei den Personal Messages und Co. von Menschen, die das schlecht finden, was ich sage, aber mittlerweile mehr, die sagen, sie finden es gut, sie trauen sich selbst nichts sagen und sie finden es toll, dass ein anderer das sagt. Und wenn es darum geht, was wir konkret machen können. Dankeschön. Und jeder von uns kann andere ansprechen. Das ist wichtig und gut und das soll man auch tun. Aber was jeder von euch auch machen kann, jeder folgt verschiedenen Menschen auf Social Media. Egal wo, jeder hat so seine 2, 3, 5, 10, 100, die ihm gefallen. Die meisten schauen doch in ihre Personal Messages rein. Man kann sie auf jeder Plattform anschreiben. Schreibt eure Lieblingscreatoren an und sagt, hey, ich bin XY aus XY. Ich bin mit der Lage so nicht zufrieden. Bitte, wenn du damit auch nicht zufrieden bist, äußere dich, ich stehe hinter dir. Social Media Creatoren sind auch Menschen, die haben auch Angst um ihren Job, um ihre Followerschaft und so weiter. Und wenn wir ihnen zeigen, dass wir hinter ihnen stehen und dass sie nicht alleine sind, ist die Chance viel höher, dass sie ihre Reichweite nutzen, um uns allen im Großen und Ganzen zu helfen, dass wir friedlich zu einer besseren Welt kommen. Dankeschön. Am 19. sehen wir den großartigen Sprecher wieder. Da wird er nämlich etwas machen, was er sonst auch noch sehr gut kann. Aber da müssen sie da sein, damit sie es dann mitkriegen.